Liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt Irene Hau von der Caritas Schwangerschaftsberatung hier in Regensburg. Grüß Gott, Frau Hau. Wir haben gerade im Beitrag die Geschichte der Familie aus Wackersdorf gesehen, auch im Besonderen natürlich die Geschichte der Mutter, der Kinder. Wie geht es Ihnen im Umgang mit der Familie? Was sind da Ihre Empfindungen? Wenn ich die Familie besuche, dann bin ich schon voller Bewunderung auch und finde, die machen das sehr, sehr gut. Die Mutter sagt deutlich, wo sie Unterstützung braucht, die sie ja dann auch über ihre Assistenz bekommt. Und so ist es sehr gut möglich, Mutter zu sein und sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Wie sind Sie in Kontakt mit der Familie gekommen? Wir haben im Laufe unseres Projektes, wo es ja um die Väter und Mütter mit Behinderung geht, haben wir mit verschiedenen Behindertenverbänden gesprochen, unter anderem mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund. Und die haben uns dann mitgeteilt, dass sie eine Mutter haben mit einem kleinen Baby. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Also es ist definitiv bewundernswert, wie die Familie und die Frau mit ihren Kindern umgeht. Was denken aber die Leute auf der Straße? Was denken die über Mama und Papa mit Behinderung? Geht das wirklich? Wir haben uns da mal umgehört. Das sollte, also es sollte Menschen möglich sein, Kinder zu kriegen, auch behinderten Menschen, wenn sie das wollen. Im Prinzip darf man den Wunsch ja denen ja auch nicht verwehren. Und ich denke, wieso nicht, wenn es begleitet wird? Es gibt ja staatliche Hilfen für viele Dinge. Es gibt ja für die normale, in Anführungszeichen, normale Familie Hilfen. Und wenn dann Hilfen angeboten werden, wieso nicht? Man sollte Menschen viel ermöglichen. Und ja, die Möglichkeiten haben wir in Deutschland. Wieso nicht? Man soll mal sowas nicht an Kinder antun. Selbstverständlich natürlich. Und dementsprechend muss die Hilfe auch sein, öffentlich, und es wird ja Gott sei Dank sehr vielfach gemacht. Das ist natürlich wichtig, dass sie Kinder bekommen können. Das wäre ja eigentlich furchtbar, wenn sie aus der Gesellschaft in dieser Form ausgeschlossen werden würden, wenn sie nicht die Möglichkeit hätten, genauso wie jeder andere Kinder zu bekommen. Außerdem belebt das unsere Gesellschaft. Das ist ein vollkommen anderer Blickwinkel, Eltern mit Behinderung zu haben. Das ist doch eigentlich was Besonderes. Generell in Ordnung, weil jeder sollte die Chance haben, Leben in die Welt zu setzen, vor allem weil es viel mit Liebe zu tun hat. Und ich denke, Liebe hängt nicht von körperlichen Behinderungen ab. Das ist deren menschliches Recht, Kinder zu haben. Wenn ihre Gene oder wenn eine Untersuchung ihrer Gene nicht feststellt, dass ihre Kinder eine hohe Chance haben, genau dieselben Krankheiten oder Sie wissen schon, was ich meine, zu erleiden, dann sollten Sie vorsichtig sein. Aber wenn dann eine vernünftige Chance besteht, dass Sie ganz normale Kinder haben, warum sollen Sie keine normalen Kinder haben? Es waren eine Reihe von interessanten Stimmen, die wir gerade gehört haben, eigentlich auch alle durchweg positiv. Frau Hau, wie erleben Sie dieses Feedback auf Ihre Arbeit, wenn es um Mama und Papa mit Behinderung geht, auch von außen vielleicht die Stimmen, die Sie wahrnehmen? Ja, nachdem ja Integration und vermehrt jetzt natürlich auch Inklusion gesellschaftsfähige Themen geworden sind, werden natürlich, wenn die noch da sind, ablehnende Haltungen nicht mehr offen geäußert. Wir stellen aber schon auch fest, dass es doch immer wieder Barrieren in den Köpfen gibt. Also dass es für manche Leute einfach nicht vorstellbar ist, wie es funktionieren kann. Aber es gibt auch eine ganz große Bereitschaft und Interesse, sich auch in Fachkreisen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Würden Sie dennoch sagen, dass da ein Umdenken stattgefunden hat in der Gesellschaft, auch vielleicht in den letzten 15, 20 Jahren? Also ein Umdenken hat auf jeden Fall begonnen, aber wir haben schon noch ein weites Stück Weg vor uns, um die Situation für Mamas und Papas mit Behinderung wirklich einfacher zu gestalten für die Familien. Sie haben den Projektnamen gerade schon genannt, Mama und Papa mit Behinderung. Erzählen Sie uns ein bisschen was über das Projekt. Was steckt da konkret dahinter? Die Idee zu dem Projekt entstand aus unserer Arbeit heraus in der Schwangerenberatung und natürlich auch sehr unterstützt von meiner Kollegin, der Frau Fink, die ja selbst Rollstuhlfahrerin ist, Mutter dreier Kinder ist. Und wir haben einfach festgestellt, wir hatten schon immer Frauen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung in der Beratung. Aber uns ist deutlich geworden, wir brauchen viel mehr Unterstützung und Vernetzung, damit die einfach ihr Elternsein auch für sich sehr positiv gestalten können. Wir haben dann einen Projektantrag gestellt, haben gebeten, Aktion Mensch uns finanziell zu unterstützen. Die haben uns das großzügigerweise auch gewährt. An der Stelle auch ein herzliches Dankeschön nochmal und auch unserem Verband, der das großzügig mit unterstützt, sodass wir jetzt 3 Jahre Zeit haben, um unsere Beratung in dem Feld zu intensivieren, ein großes Netzwerk aufzubauen und auch, was uns immer wieder auffällt, neue Angebote für Eltern zu schaffen oder bestehende in den Inklusionsgedanken zu öffnen. Wie wird das Projekt angenommen? Sehr positiv.
Wir haben sehr viele Rückmeldungen. Es kommen auch immer wieder Mütter und Väter zu uns, auch teilweise, also es geht ja schwerpunktmäßig um Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Also das Ziel ist schon eine selbstverantwortete Elternschaft und nicht eine begleitete, die ja wichtig wäre bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Stichwort Elternassistenz. Was kann ich mir erstens darunter vorstellen und wie komme ich in den Genuss, in Anführungszeichen, dieser Elternassistenz? Die Elternassistenz soll die, je nachdem, welche Art der Beeinträchtigung es gibt, die Arme, Beine, Augen, Ohren der Mutter oder des Vaters ersetzen. Gesetzlich ist es nicht definitiv festgeschrieben. Wir kennen ja da nur über das BSHG die Arbeitsassistenz oder die persönliche Assistenz. Es ist noch nicht klar geklärt, ich kann zum einen über den Sozialhilfeträger, über den Bezirk eine Elternassistenz bekommen oder über das Jugendamt. Das Problematik in der Elternassistenz ist einfach, dass es einkommensabhängig ist und dass die Behörden gerne den Ball hin und her schieben. Der Sozialhilfeträger sagt, es geht um Kinder, also ist das Jugendamt zuständig. Das Jugendamt sagt, ja, aber die Behinderung der Mutter ist ausschlaggebend. Also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, arbeiten da aber auch eng mit dem Bundesverband Behinderter Eltern zusammen, wo wir jetzt auch eine große Tagung im Erfurt machen im November, wo es um das Thema Elternassistenz geht. Unser großes Ziel wäre, dass es im Teilhabegesetz gesetzlich verankert wird und dass es irgendwann eine einkommensunabhängige Elternassistenz gibt, ähnlich wie ein einkommensunabhängiges Kindergeld, das wir ja schon lange haben. Ist das auch Ihr größter Wunsch sozusagen für das Projekt, dass das sozusagen gesetzlich auch mal festgeschrieben wird, verankert wird, eben dieses einkommensunabhängige? Ja, das ist unser großer Wunsch und dass es nicht nur eine Kannbestimmung wird, sondern dass diese langen Wege, im Moment, wenn eine Mutter eine Elternassistenz will, muss sie oft erst warten, bis das Kind geboren ist, dann braucht sie eine Ablehnung der Krankenkasse, um dann beim Jugendamt eine Unterstützung zum Beispiel zu beantragen. Und es wäre unser großer Wunsch, dass die Wege da wesentlich einfacher werden. Frau Hau, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin natürlich alles Gute für Ihre tolle Arbeit. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause hier bei Horizonte, sind aber gleich wieder zurück. Bleiben Sie also dran.